Herzlich willkommen zum Meusburger Techniktipp. Heute zeigen wir Ihnen, wie einfach sich Erodierstrukturen mit der Hilfe eines Ultraschallgerätes entfernen lassen. Das Prinzip des Ultraschallgerätes beruht auf hoher Hubfrequenz bei minimaler Hublänge im 100. Millimeter Bereich. Bei der Bearbeitung gibt es einige Dinge zu beachten. Hier sehen wir typische Erodierstufen mit unterschiedlicher Oberflächenqualität. Um die Erodierstruktur zu entfernen, arbeiten wir mit einer Keramikfaserfeile. Diese sollte nicht zu lang sein und kann mit Hilfe einer Diamanttrennscheibe vorab gekürzt werden. Bitte niemals schneiden oder abbrechen. Die Leistung des Gerätes sollte je nach Rauheit der Erodierstruktur eingestellt werden, um einen zu schnellen Verschleiß der Feile zu vermeiden. Bei zu festem Druck verringert sich die Abtragsleistung. Am besten führt man das Handstück vorsichtig wie einen sehr spitzen Bleistift im 45-Grad-Winkel. Die Feile arbeitet dann praktisch von selbst. Wie Sie sehen, lässt sich Erodierstruktur mit einem Ultraschallgerät ganz schnell und einfach entfernen.